Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg, unsere Hühner zu füttern, weil wir das letztes Mal ja nicht gemacht haben. Hätten wir machen können, fällt mir gerade auf, weil das Hühnerfutter da stand, wo es stehen soll. Und zwar bei den Hühnchen. Fütterspender kann nicht gefüllt werden. Hühnchen, raus da! Oh. Ist das falsche Futter? Das liegt nicht am Hühnchen. Tut mir leid, Hühnchen. Ich hab dich umsonst angemotzt. Verzeih mir bitte. Verzeih mir. Ja, gut. Was jetzt? Wir haben noch Dings dabei. Hier, ne? Poliertes Fossil. Das ist sogar schon oben. Können wir hier auch mal natürlich noch raushauen. Und dann haben wir noch ein paar Beeren. Hier im Küchenregal. Können wir umsortieren. Ich würde sagen, das hier wird das Kleidungsregal. Das heißt, da müssen natürlich dann auch die Fische und so raus. Und ja, das gilt auch für dich, kleines Fenster. Pinke Socke. Aber schon zwei pinke Socken, die keiner vermisst. Nice. Haben wir die pinke Socke jetzt einfach verloren? Nein, sie liegt noch da. Jo. Jetzt haben wir schon ein paar Socken. Das ist gut. Ja. Das Bienenhaus kommt erstmal hier rüber. Was haben wir noch? Hatten wir nicht Kleim einstecken? Das sieht nicht so aus, muss ich gestehen. Als würden wir hier mit Kleidung umhergehen. Aha! Rohstein und Tore brauchen wir aber definitiv nicht. Pilz. Ah, die Nase kribbelt. Die Nase kribbelt. Das ist Nahrungsmittel. Das ist Nahrungsmittel. Das auch, aber nicht für uns. Gut, Kacke ist jetzt kein direktes Nahrungsmittel, ne? Aber wir bewahren es ja trotzdem hier auf. Sagen, hier oben kommt mal die Milch rein. Chips nehmen wir mal noch weg. Dann können wir hier Milch, Sahne und hier Butter. Sumpfstein. Also wir brauchen kurz mal die Milch. Und dann müssen wir eine Milch. Machen wir zu Sahne, damit wir dann den Platzhalter für die Sahne haben. Sonnenblumen, ja, die brauchen wir da jetzt nicht. Die lila Kerze auch nicht, die Fackel auch nicht. Kacke, ganz klar. Die muss dahin. Hier kommen die Himbeeren hin. Direkt daneben kommen die Blaubeeren. Und dann haben wir hier noch Rüben. Ein bisschen Hafer. Ein bisschen Bacon. Bacon kommt hier unten hin. Habe ich gerade beschlossen. Da kommt der Bacon natürlich dazu. Gurken. Mangobaumsamen, die müssen hier rüber. Haben wir hier schon andere Samen? Ich sehe jetzt gerade keine. Aber ja, ne, müssen trotzdem darüber. Fertiges Essen kommt erstmal hier hin, die Chips. Kommen hier noch die Rüben hin. Eine kleine Sahne. So. So. Es nimmt langsam Form an. Es nimmt vor allem Ordnung an. Eier würde ich sagen, tun wir hier hin. Dann habe ich noch ein paar gekochte Eier. Ja. Holz brauchen wir jetzt ja nicht hier unten. Abfallzweige auch nicht. Wenn wir lagern schon die Kacke beim Essen, da müssen wir nicht noch Abfallzweige. Der Clownfisch, ja, den könnte man schon hier aufbewahren. Muss man aber nicht. Die Melkmaschine muss hier noch weg. Die Eicheln kann man, glaube ich, nicht essen. Aber ich würde sie trotzdem vielleicht erstmal hier rein tun. So. Die Himbeerbuschsamen kommen erstmal auch hier hinten hin. Weil die können wir auch. Hier Himbeerbusch, Brombeerbusch. Brombeer können wir aktuell nicht pflanzen, aber die Himbeerbuschsamen können wir pflanzen. Machen wir direkt mal. Och, es regnet so schön. Das ist ja so romantisch. Nehmen wir gleich mal ein paar Pilze mit. Können wir nämlich demnächst mal wieder eine Runde Dings machen. Eine Runde. Auch haben wir die Hacke dabei? Natürlich haben wir die Hacke dabei.
Dann können wir demnächst wieder mal eine Runde Pilzrisotto machen. Okay, Baumscheiben können wir nicht anpflanzen. Pilz auch nicht. Aber Brombeeren. So. Hier, das ist mich. Ich weiß nicht, ob es mich stört oder ob ich es schön finde, dass hier rundherum so viel Zeug wächst. Deswegen ein bisschen Platz machen. Finde ich schon angebracht. Dass einfach unsere Brombeeren Luft zum Atmen haben. Und unsere Himbeeren und unsere Blaubeeren und alle unsere Beeren. Na gut, jetzt im Winter werden die ja wahrscheinlich eh nicht wachsen. Aber es macht schon ein bisschen Unterschied. Ob hier, ja, Möglichkeiten bestehen, etwas zu tun. Okay, hier ist so ein kleines Loch. Das könnte man ja auch mal beseitigen. Aber nein. Das ist einfach das Loch im Feld. Ja. Da haben wir mal Grabungen gemacht. Die waren auch gut und mehr oder weniger auch Ergebnisse bekommen. Und zwar, dass da unten nichts ist, außer Stein. Und mehr Stein. Und noch mehr Stein. Aber ja, hätten wir es nicht gemacht, hätten wir es nicht gewusst. Ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Man muss Erkundungen machen in Spielen, um rauszufinden, was da so geht. Gerade in Sandbox-Spielen, wie hier, weiß man ja nie, was man sonst verpasst unter Umständen. Und dementsprechend, ja, die Grabung war durchaus erfolgreich. So, dadurch, dass der Herbst gleich vorbei ist, werde ich die gemischten Samen erst im Winter pflanzen, damit das Wintersamen werden. Weil ich nicht weiß, wie das ist, wenn ich die jetzt heute pflanze und das dann Herbstsamen sind, dann sind die natürlich direkt wieder kaputt. Das wäre natürlich ärgerlich. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht, ne? Und ich hoffe, dass das Zuckerrohr auch im Winter funktioniert. Oder morgen reif ist. Weil sonst wäre das echt unpraktisch. So. Dazwischen noch frei machen. Da kommen nächstes Jahr, nächste Saison, mehr Brombeersamen hin. Auf dass wir noch mehr Brombeeren bekommen. Weil, ich muss sagen, also diese Marmelade, die wir hier produzieren können. Schöne Einnahmequelle. Und ich meine, Zucker machen wir ja eh. Also genau aus dem Grund ja mit. Und ich meine, die Beeren, die wuchern ja regelrecht hier. So. Hier ist ein Loch. Warum ist hier ein Loch? Haben wir Erde dabei? Wir haben Erde dabei. Aber keine mit Gras drauf. Gut, dann bleibt das Loch erstmal ein Loch. Da will ich da nicht mich einmischen. Oh! Wir können auch honigen. Ich würde sagen, hier wird eine Runde Honig gemacht. Leeres Glas und Smoker. Die kaputten Fenster müssen wir mal wegschmeißen. Was rastet der Hund denn jetzt so aus? Es wird gefixt. Okay, ich kann es nicht oben anvisieren. Nevermind. Ich habe gedacht, es wäre funktionstüchtig, aber es war ein Fehler, so zu denken. So, alle bestäubt. Können wir hier wupp, 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 komm her. So, ein paar Gläser Honig gemacht. Das ist wunderbar. Wo ist der Honig hin? Ich sehe den Honig nicht. Wir konnten den Honig nicht aufnehmen, wir haben ihn einfach auf den Boden geschmissen. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich an unser Gartenregal gehen und da wieder Blätter einsortieren, weil wir haben wieder ein paar Blätter gemacht. So. Das sind alle Blätter. Rufus ist auch schon da, wartet auf uns. Macht nichts anderes. Weiß, blau, schwarz und rot und grün. Die grünen Blätter sind echt schön. Und die anderen auch, aber die sind halt nicht neu. Ne? Die grünen Blätter sind ja frisch überarbeitet. Da sieht man einfach noch den Unterschied. So. Wir haben noch Wasser da. Hier sind noch Blätter. Die würde ich auch kurz rüberbringen. Hier sind Früchte noch und Eicheln und Pilze und Eier und Milch. Moment, können wir nicht mehr mitnehmen. Gut, das ist jetzt nicht so tragisch.
Das ist eigentlich hier so das große Sortieren heute, ne? Gestern auch schon. Zeug von A nach B transportiert. Ist in Ordnung geschaffen. Ist auch mal wichtig. Sonst finden wir nichts mehr. Es geht mir auch in Stardew Valley gerade schon so ein bisschen auf die Nüsse. Dass da einfach gerade übertrieben viel Zeug in der Gegend rumsteht. Und ich es eigentlich mal woanders hin tun müsste. Also dadurch, dass wir einfach alles in Truhen reinschmeißen und die Truhen langsam etwas voll sind. So. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir erstmal schlafen. Hoffen, dass der Zuckerrohr morgen gut ist. Oder er durchhält. Rede mit Ria, wenn du fischen gehen möchtest. Ja, ich hab ja schon. Rufus bringt uns hier echt viele Geschenke in letzter Zeit. Haben wir hier irgendwo noch Platz für Steine? Ja. So, Rufus, was ist das? Goldener Süßkartoffel. Rufus bringt uns den goldenen Stuff. Rufus, danke. Danke, danke, danke. Dafür kriegst du auch ein bisschen Hundefutter. Hast du dir verdient. So. Unbearbeitetes Fossil. Damn, es ist noch nicht reif. Bitte lass es im Winter wachsen. Weil sonst ist es echt blöd. Hallo Lilly, was rastet die da draußen denn so aus? Ich werde sie wieder geärgert von bösen anderen Hunden, die einfach am Grundstück vorbeilaufen. Bin ich immer unmöglich, ja? Der arme Hund. Was soll er sich denn denken? Die laufen da vorbei. Und stören ihre Ruhe. So, wir gießen jetzt einfach mal so wieder. Ist zwar so ein bisschen bescheiden, aber das ist die einzige Möglichkeit, die gut funktioniert. So viel zum Thema gut funktioniert. Wir müssen uns nach oben gucken vielleicht, genau. Nach oben gucken, das funktioniert ganz gut. Und ich hoffe, das Zeug ist morgen nicht weg. Weil das wäre echt ärgerlich. Wir haben ja ein bisschen Geld dafür liegen gelassen. So. Und ich hoffe auch, dass das Update gleich da ist und ich die geupdatete Version spielen kann. So. Und wieder eine Runde rüberlaufen. Dok, 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 dok. Und wieder zurück. Dok, 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 dok. Ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich hier durch so Sumpf warten. Also auch aufgrund der Soundkulisse natürlich. Klatsch, 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 klatsch. Und wieder zurück. Und wieder hin. Jetzt dürften wir eigentlich alles gegossen haben. Bringen kurz das Fossil noch hier rüber. Oh, ein Velociraptor-Kopf. Kommst du mit? Danke. Ich hab ein Dino! Yay! So. Jedes Mal, wenn ich hier hingehe, denke ich so, fuck, du musst dir ein Tor besorgen. Dann denke ich mir, ja, vergessen. Nö, nö. Bisschen Kacke. Bisschen Bacon. Bisschen freche Milch. Natürlich. Annabelle. Gutes Mädel. Gutes Mädel. Gibt uns einfach brav die Milch. Regenpilz. Brauner Pilz. Und jetzt so. Oh, Moment. Momentchen mal. So. Die Milch nehmen wir mit. Wir sind jetzt mal ordentlich. Weißen Pilz zu den weißen Pilzen. Kacke zur Kacke. Und immer noch Pilze im Bacon können wir noch einsortieren. Und die Milch können wir auch noch einsortieren. Milch zur Milch. Bacon zum Bacon. Also Speck zum Speck. Pilz. Und anderer Pilz. Wunderbar.
So, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen Geld machen, um ja, uns erstens demnächst mal wieder Tierfutter kaufen zu können, weil das geht langsam zur Neige. Und zweitens auch, meiner Meinung nach, um noch ein paar Regale zu kaufen, damit wir ja, was ist das? Unseren Keller ausfüllen können. Gut, aber hier stehen noch 1.000, 2.000 natürlich rum. Und ich muss mir ganz kurz die Nase pu pusten. Die Nase pusten. Die Nase putzen. Was mache ich währenddessen? Wir laufen rüber zum Markt. So, da sind wir wieder am Markt angekommen. Mal gucken, ob wir mit den kaputten Fenstern, ob wir die verkaufen können. Und wenn ja, ob die uns was bringen. Ja, 20 Gold, besser als nichts, ne? Hier, Leon. Und, ja. Diese Idylle hier hinten. Hier können wir natürlich auch überall noch Parkplätze hinbringen. Parkplätze sind einfach eine Bereicherung für Mensch und Tier. Bin ein bisschen unentschlossen, was ich tun will. Stimmt's, Emily? Meine Schürze hat sich in letzter Zeit ziemlich abgenutzt. Ich sollte mir wahrscheinlich eine neue machen lassen. Vielleicht eine mit Spitze oder Rüsche. Wir haben da noch so ein Rüschenkleid. Was war die? Drachenfruchtkuchen, Karottenkuchen, Schokoladenkuchen, Gemüsekuchen. Gemüsekuchen. Oh mein Gott. Oh, wir haben gar nicht nach den Bäumchen geguckt. Na, damn, ich dachte, da läge ein Socken rum. Aber gut, unsere Bäumchen tragen ja zu der Jahreszeit eh nichts. Wollen wir noch ein bisschen frei machen. Immer untenrum schon mal frei machen, da kann man hier untersuchen, ne? So, kriegen wir auch direkt wieder ein grünes Blatt und ein blaues und ein rotes. Ja, Schmetterling, ne? Blöd gelaufen. Ist jetzt hier eine Geschichte. So, hier auch mal die Bücher weg, ne? Die klauen nur die guten Nährstoffe aus dem Boden für unsere Qualitätsbäume. So. Mehr gemischte Samen, die wir morgen dann mal einpflanzen. Oh ja, alles weg. Alles weg damit. Das ganze Grünzeug, ne? Das braucht auch keiner. Wir müssen hier Agrarwirtschaft betreiben. Da stört uns das Grünzeug nur. Steht hier im Weg rum. Nee, nee, nee. So nicht Grünzeug. So. So. Tschak, 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 tschak. So schnell kann es gehen, dass Grünzeug entfernt ist. Da braucht man keine Pestizide, da braucht man nur eine Halloween-Sense. Da wird sich auch Oscar freuen. Es sieht einfach ordentlich aus. Apropos Oscar, wir könnten auch mal unsere Wege upgraden. Weil Tatsache ist, wir haben hier ja keine Wege. Also keine geraden Wege. Na, hier Chaos, verwuchert, verwildert. Stimmt's, Oskar? Ich habe stets einen Besen mit dabei. Man weiß ja nie, wann man einen brauchen könnte. Ja, Oskar, das habe ich gerade gesagt und um deinen Kommentar gebeten. Nicht was anderes. Ja. Und mir fällt ein, es gibt ja Samenschilde. Kuhschild, Hühnerschild, Schafschild, Schweineschild, Kuhschild, Schafschild, Hühnerschild, Schweineschild. Gab es nicht Samenschilde? Saatgutschild. So. Wir testen das Saatgut jetzt mal. Das Saatgutschild. Das ist das Letzte, was wir tun. Das Letzte.
Ob was wir brauchen, ob wir halt einen Samen brauchen wollen, das wäre bei den Bäumen hier hinten echt ein bisschen teuer. Oder ob es vollkommen ausreicht, wenn wir. Da steht noch ein Dino rum. Wenn wir eine Frucht dann reintun. Das fände ich nicht so schlimm. Ist das süß und klein? Ja, bist du putzig. Was kann ich da jetzt reintun? Ich muss wirklich einen Samen reintun. Boah, das ist. Kann ich auch ein Ergebnis reintun? Warte mal. Wir haben gerade nichts dabei. Doch hier eine Eichel. Können wir nicht. Das ist schon ungeil. Wir testen es kurz mit einer Mango noch. Mango, 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 Mango. Ist immer so, im echten Leben kannst du da einfach die leeren Samentütchen reintun und musst nicht eine Packung Samen kaufen, um das da reinzutun. Aber wenn das, also hier, ne? Gut, wir können die. Gut, wir brauchen echt die Samenpackung. Das, oh, das gefällt mir nicht so. Aber gut, mit diesem negativen Gefühl gehen wir jetzt erstmal aus der Folge raus. Ja, euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren. Fragen, Anregungen, Wünsche, Kommentare. Ab in die Kommentare. Und ja, bis morgen 13 Uhr zur nächsten Folge. Haut rein, habt einen schönen Tag und bye bye.